So, Makel muss zurück zum Cockpit. Sprung. Ja, noch nicht. Noch kommen wir nicht ran, aber beim nächsten Sprung. Mal gucken, was wir da bekommen. Wir entdecken ein Rebellenschiff. Und es scheint uns nicht anzugreifen, sondern nur zu patrouillieren. Wir greifen es aber an. Und es tarnt sich. Das können wir auch. Edge Badge und so. Wer taucht zuerst wieder auf? Er. Hihi. Also wir haben jetzt einen kleinen Vorsprung, was die Waffenaufladezeit angeht. Das heißt, wir werden gleich mal mit dem Heavy Laser schießen, weil der einfach schneller ist als alle anderen. Obwohl, wir warten, bis die Ionenbombe fertig ist und schießen mit allen Sachen auf einmal. Also du auf die Schilde. Autsch. Oh, ging daneben. Na gut, Heavy Laser, Schilde, Burst Laser, Schilde. Hall Laser kurz warten, Hall Laser, Schilde. Schilde nur angeschlagen und autsch. Nicht gut, nicht gut. Du hilf mal aus bei Reparaturen. Nirgendwo brennst, das war okay. Komm, schieß auf uns. Komm, schieß auf uns. Haha, fast alles daneben. Sehr schön. Wir hätten gerne den... Die Ionenbombe auf die Schilde. Diesmal bitte treffen. Nö. Okay. Happy Laser Schilde, Burst Laser Schilde, Hall Laser Schilde. Schilde kaputt. So, es brennt im Kämmerlein. Da mal bitte hin. So, Schilde sind down. Also schießen wir mal auf deren Tarnsystem. Mit allem, was wir so haben. Und das müsste sie auch jetzt... Müsste sie fast zerstören. Schön, daneben. Waffen, Waffen, Waffen. Tarnung an. Das war knapp. Und du hilfst bitte mal schnell da unten aus. 36 Scrap. Und wir haben wohl die Scout-Station, die hinter dem Schiff war, anzapfen können und haben jetzt Informationen über den Sektor bekommen. So, du musst da weg. Du hilfst weiter aus. Auch wenn wir nicht mehr wirklich viel Zeit hier drin haben, in dem Sektor. Zumal wir auch gleich zu unserem Questpunkt weiterspringen wollen. Aber vielleicht finden wir irgendwas Interessantes noch. So, Feuer ist gleich aus. Brennt es noch irgendwo? Nö. Dann geh mal da reparieren. Du gehst auf deinen Posten. Und die müssen gleich in die Krankenstation. So, zurück. 188 Scrap. Wir könnten nochmal Ausweichen nehmen oder Tarnsystem oder einfach das auf Halde lassen für Reparaturen und eventuell noch bessere Waffen, weil es gibt auch noch Burst Laser Stufe 3 und so zwei Burst Laser Stufe 3 wären schon besser als ein Burst Laser Stufe 2 und ein Heavy Laser, wesentlich besser, aber Na komm, wir gucken erstmal, was bei der Quest da ist. Oh, da sind zwei Geschäfte. Das waren also die Informationen aus der Station, die wir bekommen haben. Praktisch, aber da werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen. Doch, da vielleicht. Aber jetzt Quest. Ihr kommt an der letzten bekannten Position des Händlers an und fangt an zu scannen. Nach einem kurzen Scan findet ihr das Schiff der Piraten, oder das von den Piraten gejagt wird. Sehr schön. Oh, ganz viele Drohnen. Und es hat einen grünen Schild, aber wir haben hier eh keine Raketen, außer die Ionenbombe. Also die Ionenbombe können wir jetzt nicht benutzen. Also wir warten, bis die schießen, schmeißen unsere Tarnvorrichtung an und prügeln dann langsam das grüne Schild runter. So, Rakete abgefeuert, Tarnsystem an und alles auf deren Schilde. So, grünes Schild schon mal weg. Ionenbombe auf das Schildsystem, aber erst, wenn die Laser wieder oben sind. Jetzt. Bzzz. Und Heavy Laser. Laser, Laser, Laser. Alles kaputt. Und schon mal auf Vorrat auf die Waffensysteme. Jo, das war knapp. Ich müsste nur mal raussuchen, mit welchem Hotkey man das Tarnsystem aktivieren kann. Aber das ist manchmal wirklich echt nur ein Bruchteil der Sekunde, den man noch hat.
So, 60 Scrap. Wir haben so viel Scrap. Also in der vierten Stufe hätten wir 20 ausweichen, in der fünften Stufe hätten wir 25 und ab der fünften Stufe gibt es keine Fünfersprünge mehr, also lohnt es sich kaum noch. Aber zweimal sollten wir es aufstufen. Eins, zwei. Dann brauchen wir auch zweimal Energie und schon sind wir nur noch bei 119. Damit und noch einmal Tarnsystem und nochmal Energie. So, jetzt sind wir richtig badass. Das. Und gleich noch ein Tarnsystem. Wenn er dann irgendwann fertig ist. Warum dauert das so lange? Ach, es ionisiert, okay. Ja, Ionen sind echt was Böses. Also, nicht wirklich, aber Ionenwaffen sind was Böses. So. Sprung und bitte zu was? Gehen wir dahin. Also die Ausrufezeichen bedeuten, dass da ein Schiff ist. Aber hier ist auch noch ein Hilferuf. Das heißt, wir kriegen zweimal Beute. Wenn es gut läuft. Oh. Danke für das Antworten auf unseren Hilferuf. Unser Navigationscomputer ist kaputt gegangen und wir können keinen Kurs berechnen. Könnt ihr uns dahin führen? Okay. Nimm dieses bisschen Scrap als Bezahlung oder als Vorschuss. Und wir haben einen Questmarker bekommen. Ach so, wir müssen jetzt die wirklich dahin führen. Oh. Das könnte knapp werden. Also ich denke nicht, dass wir es dahin schaffen, dann wieder zurück, dann dahin, bevor die Rebellen da sind. Wir können aber auch rausfliegen, wenn die Rebellen da sind. Wir müssen halt dann nur so lange durchhalten. Das heißt, ich springe jetzt dahin, mache die Quest, springe dann zurück, springe dann hier hin. Versuche in der Zwischenzeit meine Schilde auf Stufe 4 zu bringen, um so den Angriff der Rebellen so lange standzuhalten, bis wir weiterspringen können. Das wäre ein Plan. Ein sehr gefährlicher Plan. Nee, komm. Tut mir leid, komische Steinmenschen, die uns jetzt folgen in die falsche Richtung. Wir müssen weiter. Ich denke, wir sind inzwischen gut genug ausgerüstet, um auch den Endkampf einigermaßen zu bestehen zu können. Also jedenfalls weiter, als ich bisher gekommen bin. Geschafft habe ich ihn noch nie. Also wir finden eine kleine Station. Sehr schön. Wir können hier endlich ein Engi kaufen. Wir könnten noch einen Zoltan kaufen, um noch mehr Energie zu haben. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Der Haken ist nur, dass er keine Erforschung oder keine Erfahrungspunkte hat. Das heißt, wenn wir ihn irgendwo ransetzen, verlieren wir dadurch einen guten Piloten oder Schildchef oder was auch immer. Das ist also nicht so gut. Wir könnten endlich mal eine Drone Control kaufen. Das ist doch nicht so schlecht. Verkaufen erstmal diese Bombe. Dann kaufen wir die Drohnen. Haben gleich kostenlos Defense Nummer 1 dazu bekommen. Das da. Kann aber nur Raketen und Asteroiden abschießen. Und haben jetzt kein Scrap mehr. Das ist schade. Ich würde ganz gerne Raketen und Drohnen verkaufen können. Aber na gut, wir reparieren uns so gut es halt geht. Nehmen den Zoltan nicht mit, nehmen den Engi nicht mit. Und springen weiter. Zum Ausgang. Jo. Gibt es hier noch eine Überraschung für uns? Ja, intelligentes Leben auf dem Planeten in der Nähe. Nein, das ignorieren wir. Wir wollen nicht schon wieder einen verlieren. Denn inzwischen haben wir niemanden mehr, den wir wirklich ersetzen können. Also wir haben unseren Piloten, wir haben unser Schildchef, unser Waffenchef, unseren inzwischen richtig guten Nahkämpfer und unseren Antriebsspezialisten, der auch noch Energie liefert. Also nein, das ignorieren wir. Und wir springen in den nächsten Sektor. Engi-controlled oder Engi-controlled, das ist so ziemlich egal. Machen wir einfach so... Ich glaube, das war der untere. So, wie schaut es hier aus? Wir haben gleich ein Geschäft. Bringt uns aber nichts. Ich versuche jetzt hier unten möglichst viel abzudecken, bevor wir da wieder rausgehen. Also dahin. Ein Mantis-Ship. Oh, Eindringlinge. Wo ist ein Eindringling? Da ist ein Eindringling. Ein Mantis gegen einen Mantis und einen Menschen. Dürften wir gewinnen.
Warten wir noch kurz, bis sie schießen. Tarnsystem an. Ionenbombe aufs Schild. Wusch. Und Laser, 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 Laser. Alles aufs Schild. Puh, das ist nur angeschlagen. Zähe Burschen. Na gut, der Mantis sollte sich heilen. Also unser Mantis. Der Heavy Laser schießt, solange er kann. Sehr gut. Burst Laser gleich hinterher. Und der Hull Laser zerstört deren Waffen. Gewonnen. So muss das laufen. 66 Scrap, das wird auch jetzt immer mehr, je weiter wir in den Sektoren fortschreiten. Haben wir also wieder 73, die behalten wir erstmal. Und springen weiter nach da. Ein Engi-Schiff ist in der Nähe. Hat uns reinspringen sehen, bis an die Zähne bewaffnet und schreit sofort, dass sie sich ergeben. Unser Ziel Reichtum. Nee, also unser als Spielerziel ist es Reichtum. Engi-Ziel ist Überlebung. Ist es okay, wenn wir die Waren hier rüberschicken? Also wir können jetzt einfach deren Waren annehmen. Oder wir können sagen, dass wir eigentlich freundlich sind. Aber es hilft dem Universum nicht, wenn wir freundlich sind. Wir müssen unsere Mission zu Ende führen. Also nehmen wir deren Waren an. 64 Scrap, mal ebenso. Das ist doch nicht schlecht. Dann rüste ich unser Schiff jetzt noch zweimal mit mehr Energie auf. Damit wir erstmal im Ionensturm mehr Energie über haben zum Verteilen. Also falls mal die Energie knapp wird durch den Ionensturm. Oder dass wir unseren Defense One hier anschmeißen können. Falls wir mal gegen ein Schiff kämpfen, das sehr viele Raketen hat. So, Sprung. Immer noch keine Rebellen. Dann gehe ich doch mal dahin. Scans zeigen einen großen Asteroiden in der Nähe, sogar ein ganzes Asteroidenfeld. Kurzstreckenscanner zeigen eine Menge nützlicher Materialien. Wir haben wieder eine blaue Option, die diesmal auch richtig nützlich ist. Wir können unseren Scrap Recovery Arm benutzen, um die Asteroiden zu minern. Und wir bekommen 81 Scrap. Sehr schön. Sprung. Und da kommen die Rebellen. Wir springen mal dahin, in der Hoffnung, dass wir dann noch zu dem Geschäft kommen, bevor die Rebellen da auftauchen. Oh. Wir kommen gerade noch rechtzeitig an, um ein komisch gut ausgerüstetes Engi-Schiff zerstört zu sehen von einem kleinen Piratenkreuzer. Ein Teleportersignal wird entdeckt. Wir haben Saboteure. Ein junger Mantis in angebrannter Uniform hat ist in unser Schiff teleportiert und er bittet um Sanctuary, also um, wie heißt das? Asyl, genau, er bittet um Asyl und würde dafür dann für uns kämpfen. Noch ein Mantis wäre nicht schlecht, die sind echt gute Nahkämpfer. Also wollen wir noch einen Nahkämpfer haben oder wollen wir irgendwas von den Engis geschenkt bekommen, die ja eigentlich eher unsere Verbündete sind als die Mantis? Ja komm, wir nehmen den Mantis mit. Denn wir haben, wenn wir jetzt mal von 3-4 Leuten auf einmal gebordet werden, das könnte echt knapp werden. Andererseits bin ich auch sehr interessiert daran, was sie für uns geben, also was die Engi uns geben würden. Okay, komm, wir nehmen das Crewmitglied. Weil so kämpfen wir gegen die Engis und kriegen vielleicht trotzdem das, was sie uns bieten würden. Oh, jede Menge Drohnen haben die schon mal. Kann Raketen abschießen? Kann Raketen abschießen. Also wir können unsere Ionenbombe schon mal nicht benutzen. Wir könnten deren Raketen abschießen, aber haben sie keine, also warten wir, bis sie schießen und dann... Genau. Heavy Laser, Burst Laser, Hull Laser. Nur angeditscht. Schade. Du schießt so schnell du kannst. Du gleich hinterher. Und du auch hinterher. Immer noch nur angeschlagen. Na, ich sollte mein Feuer ein wenig konzentrieren. Also warten wir mal ganz kurz. Die kommen ja bei weitem nicht durch unsere Schilde durch. Also jetzt Pause. Heavy Laser, Burst Laser, Hull Laser. Feuer.
immer noch nur angeschlagen. Na gut, wir tarnen uns zwischendurch mal. Und wieder alle Mann rauf da. Das ganze Schiff ist kaputt. Wir haben eher das ganze Schiff zerstört, als dass diese doofen Schilde runtergehen. Aber was sehe ich da? Wir sehen einen FTL-Jammer. Das klingt so, als wenn den Gegner vor uns nicht fliehen können. Das ist sehr praktisch. Schauen wir doch mal. Ausrüstung, FTL-Jammer. Zerstreut gegnerische FTL-Computer, wodurch die Zeit, die sie brauchen, um aufzuladen, verdoppelt wird. Ja, das klingt gut. Und wir haben 226 Punkte. Das heißt, wir kaufen jetzt für 180 Punkte den letzten Schild. Und für die 46 holen wir noch einmal einen Energiebarren. So. Jetzt haben wir zwar nicht mehr die Energie für unser Defense One, aber dafür könnten wir im Notfall die Ionenbombe einfach abschalten. Und wir haben jetzt vier Schildbalken. Wir sind richtig gut ausgerüstet. Natürlich wäre noch ein besserer Laser hier statt dem Heavy Laser 1 noch ganz schick, aber so ist es auch vollkommen okay. Wir springen jetzt zu dem Geschäft nicht mehr, weil wir haben keinen Scrap. Wir springen hier hinten zu dem Notsignal. Aber das machen wir jetzt nächste Folge. Jetzt gibt es einen kleinen Cut. Also bis gleich.